Triathleten mit Handicap gibt es seit mindestens 10 Jahren. Jetzt wird die Sportart offiziell ins paralympische Programm aufgenommen und darf als Paratriathlon ihr Debüt bei den nächsten Spielen in Rio feiern. Aktuell gibt es über 750 Sportler in 40 Ländern. Zusammen mit Parakanu vergrößert sich die Zahl der paralympischen Sommersportarten somit auf 22. Beim allerersten Manchester Grand Prix im Rollstuhltanzen waren am Sonntag viele internationale Tänzer geladen. Andrea Naumann und Romain Clément, die sich seit Jahren für den Sport in Deutschland engagieren, stellten sich erfolgreich der schönen Herausforderung. Sie holten zweimal Bronze, im Showtanz und in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Standard. Zum Weltranglistenturnier im Tischtennis kamen 235 Sportler aus 26 Nationen nach Bayreuth. Die 40 deutschen Spieler holten dabei insgesamt 10 Medaillen. Mit dabei Holger Nikelis und Thomas Rau mit Silber sowie die 23-jährige Stefanie Grebe mit Bronze. Einen der drei ersten Plätze gewannen Dietmar Kober und Thomas Brüchle im Doppel. Sitzvolleyball TSV Bayer Leverkusen holt Bronze beim Europacup. Rolli-Basketball, Nationalspielerin Silke Bleifuß beendet Karriere. Rudern mit Handicap, deutsches Team sucht Verstärkung. We Like, VW Island Experience für Fahrer mit Handicap.